Nach ihrer ungeplanten Landung sieht die Defiant reichlich mitgenommen aus. Der Rumpf ist an einigen Stellen entlang des Kiels zersplittert und die zerrissenen Segel erinnern an einen Kampf gegen die Piraten. Weiter. Das Deck der Defiant ist von hier aus nicht in Reichweite. Das Schiff ächzt mit jeder Welle, die es trifft, wie ein gestrandeter Wal. Denn es scheint sich nicht weiter zu bewegen. Du kannst vielleicht hochklettern. Den Rumpf mit den Händen hochklettern. Prüfung nur des Wächters. Okay. Erfolg. Okay, das muss ich herausfinden, wie das jetzt genau funktioniert. Flink kletterst du an der Seite des Schiffs hoch. Du erreichst das Deck, ohne auch nur in Schwitzen zu geraten. Edda lässt nicht lange auf sich warten und zieht sich neben dir über die Reling. You're looking better, Casita. That or I'm worse off than I thought. Du siehst besser aus, Casita, oder geht es schlechter, als ich dachte? Der Schweiß auf ihrer Stirn und welches Gesicht stehen im Widerspruch zu ihrer unbeschwerten Begrüßung. It's my leg, Matiko. It hurts even worse than it looks. Mein Bein, Matiko. Ein valianisches Schimpfwort, okay? Also verflucht, es tut sogar noch mehr weh, als es aussieht. Eine blutige Furche verläuft entlang Irinas Schienbein und die Schwellung rund um ihre Knie deuten auf einen bösen Bruch hin. Was ist passiert? Hast du sonst noch wen gesehen? Aus den Trümmern eine Schiene basteln. Ich flicke dich zusammen, so gut es geht, aber du sollst das Bein so wenig wie möglich belasten. Halte dich fest, ich trage dich runter. Was ist passiert? I was a stubborn Postenager. I was trying to fasten this mess down when we struck shore. Barrel rolled right over my leg. Ich war ein starrsinniger Postenager. Ich hatte gerade versucht, dieses Durcheinander hier zu befestigen, als wir unsanft an der Küste gelandet sind. Ein Fass rollte mir direkt über das rechte Bein. Everything we've been through and I'm nearly done in by a cask of rum. So viel haben wir überlebt und dann bringt mich um ein Haar ein Fass rum um die Ecke. Ja, hast du sonst noch wen gesehen? Funny thing, it's hard to see much from the underside of a barrel. Stell dir vor, unter einem Fass sieht man nicht so viel. Aus den Trümmern entschied was. Ich fliege dich zusammen, so gut es geht, aber so, dass das Bein so wenig wie möglich belassen. I wasn't planning on going for a run, Casita. Ich hatte dich vor, ein Rennen zu laufen, Casita. Irena sieht dir mit offensichtlicher Erleichterung zu, nachdem du fertig bist, streckt sie ihr Bein vorsichtig aus. It still hurts, but I can manage from here. Agrasima. Es tut immer noch weh, aber es wird schon gehen. Ein valianischer Ausdruck für Dankbarkeit, also Grazie. Have you found any of the others yet? Hast du schon einen daran gefunden? Noch nicht. I'll start a fire. If any of the others are out there, hopefully they'll see it and turn up. Ich entzünde ein Feuer. Wenn die anderen da draußen sind, werden sie es hoffentlich sehen und kommen. So. Ist hier noch was Nützliches gerade? Okay. Nö. Jetzt will ich mal ganz kurz gucken. Seemannslieder sind ein Spiel. Automatische Pause. Menü. Schwierigkeit. Expertenmodus ist an. Grafik, da ist es garantiert nicht drin. Steuerung, Oberfläche, nö. Okay. Das heißt, die Sprecherin. Dieser Charakter ist zu weit entfernt. Bleib, wo du bist. Das heißt, ich muss erst mit ihm wieder hierher kommen. Gut. Hinunterklettern. You're quite friendly, aren't you? Dietrich und Enterhaken ist auch schon mal wieder nicht schlecht. Eine Koiki-Frucht. Plus 1 Moral der Schiffsmannschaft, minus 15% der Erholungszeit. Okay, da wir gerade noch keine Schiffsmannschaft haben. Ein Hut und eine Lederrüstung kann auch beides mal weg. Certainly. So, ein Spitzenschwamm.
Wie kann ich das ausstellen? Kampfgeschwindigkeit. Nö, die bleibt normal, aber ich möchte gerne die Verfolgerkamera ausstellen. Die Smart-Kamera rammt eine Gruppe ein und kämpft automatisch, während es immer noch möglich ist, die Kamera uneingeschränkt zu schwenken und zu bewegen. Das ist dann wahrscheinlich doch das hier. Ja. Ein paar Kupferstücke, ein Trank und ein Zauberstab. Ein Humpen Ale. Okay. Indeed. Ein Schwert, Trank der kleinen Heilung. Böller. Und ein Schwert. Das Schwert wollte ich eigentlich nicht zur Edda packen, sondern hier unten hin. Das kann ich auch hier unten reinpacken. So wie es aussieht, haben wir jetzt jederzeit Zugriff aufs Gruppenlager. Ja, Weißblattkammer weg hier. Und da oben, das wird unser Geld wohl sein. Gucken wir mal kurz. Handwerk. Oh, wow, hat sich das geändert. Arzneien. Korallenschnupptabak. Todesauge, Mundkohle, Rieselschwamm, Swef. Okay. Und Turo-Turo-Primen. Priem. Klingt ein bisschen wie das Goldrot-Priem. Gifte, Gegengifte, Gegengift. Eine Giftdrüse, eine Reagenz und eine Lösung. Aha. Gebratene Hackfresse. What? Okay. Ich habe schon mal richtig viel Spaß. Allgemeiner Angriff, Elementarschaden, Heilen und unter. Was? Ach, Brandfackel. Ich habe Brandferkel gelesen. Da braucht man Holz dafür. Palmenlatten, okay. Sprengstoffe. Sie haben auf jeden Fall das Handwerk ein gutes Stück ausgebaut. Was ist mit... was ist mit Waffenverbesserung? Das ist jetzt die gute Frage. Kann man Waffen noch verbessern? I'm here. There must be other survivors out there. Ja, die suchen wir ja schon. Okay, die Absolutely. Map sieht wie immer cool aus. Sui. Sui. Ein Keiler. Okay. Happily. Wasser- und Feuerseetang. Moment mal, geht das wieder los? Hey, fancy seeing you here. Hallo, was machst du denn hier? Die Stimme des Geistes wabert und klingt wie aus weiter Ferne. Trotzdem grinst er dich fröhlich an. I can't see much of anything really, apart from you. Just endless gray. Eigentlich kann ich überhaupt nichts sehen, außer dir. Nur unendliches Grau. Was ist passiert? Das Schiff ist im Sturm auf Grund gelaufen. Du bist gestorben. Ich fürchte, du hast es nicht geschafft. Klappe, geh einfach zum Licht und so. Du hast es nicht geschafft, du Idiot. Du bist tot. Du bist gestorben. Sturm? That's strange. You'd think a man would recall a storm. It's like someone cut away a part of my memory. There's just this big black hole.
Sturm? Seltsam. Man sollte meinen, dass man sich an einen Sturm erinnern würde. Es ist, als hätte jemand einen Teil meines Gedächtnisses entfernt. Da ist nur ein großes schwarzes Loch. It's weird. I thought death would be different. Big light and so on. But I don't see anything at all. Just you. Komisch, ich dachte, der Tod wäre anders, großes Licht und so, aber ich kann gar nichts sehen, nur dich. Beat hat mich damit beauftragt, sie ins Jenseits zu bringen, also bin ich jetzt wohl für dich verantwortlich, vermute ich. Pech gehabt, ich gehe. Ich bin für dich verantwortlich. Suppose that sounds nice enough. I'll follow you then, shall I? Oh, das ist dann wohl in Ordnung. Ich werde dir also folgen, ja? Dann komm schon. Wenn es unbedingt sein muss, wage es bloß nicht mehr weg von mir, dann komm schon. Der Geist reiht sich fröhlich hinter dir ein. Still seeing ghosts, huh? I suppose you're stuck with that. Okay, wir sammeln die Geister jetzt sogar auf. Sehe ich das irgendwo? Nächste Frage, wo ist mein Schwein? Ach, da ist mein Schwein. Okay. Certainly. Gut, da geht's ins Landesinnere, so wie das aussieht. Watcher, over here. Ah, Shitopek. It is good to see you well, Watcher. I believe the boars were hoping for easy meat. Es ist schön, dich wohl aufzusehen, Wächter. Die Wildschweine wollen wohl auf einfaches Fleisch aus. Shitopek grüßt dich mit einem erleichterten Nicken und überprüft die Pistole an seiner Hüfte. The bosun, Beadle, is in that cave over there. Ran in after a boar. Stubborn old dwarf. Der Bootsmann Beodol ist in der Höhle da drüben. Ist ein Wildschwein nachgerannt, stur alter Zwerg. Was machst du hier draußen? I was able to calm one of the boars with a spell. For a time at least. By the time I was through, I had lost sight of Beadle. Es war mir möglich, eines der Wildschweine mit einem Zauberspruch zu beruhigen, zumindest für eine Weile. Als ich durch war, hatte ich Beodol aus den Augen verloren. Ich blieb hier und hoffte, dass er schnell zurückkommen würde. Das ist er nicht. Was ist passiert? After we made landfall, you mean? I woke and Beodol was close by, swearing fit to bring Andras' wrath upon us a second time. We began to search for supplies. Nach unserer unsanften Landung meinst du? Ich bin aufgewacht und Beodol war in der Nähe. Er fluchte genug, um Andras Zorn ein zweites Mal auf uns zu ziehen. Wir fingen an, nach Vorräten zu suchen. I came over this way in hopes of gathering some of that blood moss over there. I thought it might be of use. I imagine the boars had the same idea. Ich kam hier in der Hoffnung, etwas von dem Blutmoos da drüben zu sammeln. Ich dachte, dass es nützlich sein könnte. Ich nehme an, die Wildschweine hatten dieselbe Idee. Ich werde Beodol suchen. I must get this pistol cleaned if it's going to be of any use. Be careful in there, Captain. Ich gehe zum Lagerfeuer. Diese Pistole muss gereinigt werden, wenn sie noch für etwas gut sein soll. Sei vorsichtig da drin, Captain. Gut, wir haben schon mal zwei Gruppenmitglieder, also zwei Crewmitglieder, nicht Gruppenmitglieder. Das ist nämlich jetzt der große Unterschied. Ja, die Schiffsverwaltung, weg hier. Das ist noch viel zu neu für mich und viel zu viel für diese Aufnahmesession. Ja, und ich muss wieder Porträtfotos machen für meine Thumbnails, fällt mir gerade sein. Reputation. Gesinnung stoisch, Gesinnung zwielichtig. Habe ich noch gar nichts gesammelt, okay. Ja, Questlog. Du hast keine Aufgaben. Quest-Enzyklopädie-Notizen, Tutorials. Auswählen von Charakteren. Anklicken. Gut ist. Nee, Tutorials brauche ich nicht und es gibt jetzt kein Tagebuch mehr. Schade. Jagd auf einen Gott. Die Aushöhlung des Dürrwalds. Im Zuge des Sturms droht sich Iotas Spur zu verlieren. Wenn ich nur die geringste Chance haben möchte, auf ihn aufzuschließen, muss ich unbedingt einen Hinweis auf seinen Aufenthalt auf dieser Insel finden. Gestrandet. Der Feind ist nach einem Angriff von Piranha auf Grund gelaufen, was die Jagd auf Iotas unterbricht. Ein Weg finden, dein Schiff zu reparieren. Helfende Hände. Ah, ich kann das noch aufklappen. Gut. Die Insel erkunden. Wir haben Iotas Spur im Sturm verloren, doch er schien sich in Richtung kleines Innere zu bewegen, als wir verunglückten. Er ist so groß, dass er einfach irgendwelche Spuren hinterlassen haben muss. Die Insel zu erkunden ist die vielversprechendste Chance, seine Fährte wieder aufzunehmen.
Gestrandet. Die Defiant hat schwere Schäden erlitten. Mit einem derart mitgenommenen Rumpf lässt sich kaum segeln. Die meisten Inseln dieser Region sind bewohnt. Mit ein bisschen Glück kann ich in der Nähe Unterstützung finden. Helfende Hände. Eine Mannschaft wäre... Die Defiant ist auf Grund gelaufen und ihre Mannschaft ist tot oder zerstreut. Es gibt vielleicht noch weitere Überlebende. Eine Mannschaft wäre hilfreich, um das Schiff zu steuern. Vielleicht gibt es hier am Strand Überlebende. Ich habe Irena am Deck der Defiant gefunden. Sie wird Hilfe brauchen, um herunterzukommen. Irena hat es von der Defiant geschafft. Cheeto Peck hat den Schiffbruch der Defiant überlebt. Yes, I'd be glad to. Ja, sonst wäre es blöd ausgegangen, wenn ich Cheeto Peck einfach aus dem da gerettet hätte. Noch ein Geist. Hope the rest of those sodden bastards made it. Ich muss hier mal ganz kurz unterbrechen.